Hallihallo Freunde, willkommen zu einem klitzekleinen Vlog, oder so klein ist er auch nicht, ich habe eigentlich voll viel zu bereden. Mal sehen, wie lang das Ding wird. Okay, vielen von euch wird jetzt sicherlich schon der Unterschied aufgefallen sein. Der liebe Jonas hat ein neues Headset. Schon wieder, ich weiß, das letzte ist nicht mal, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr her. Aber never mind, es geht immer noch besser und ich habe, oder bin jetzt im Besitz, habe ich mir heute erst gekauft. Ich muss den Namen ablesen. Ein Medusa NX USB 5.1 Surround Headset. Und das Ding ist geil. Es ist wirklich cool. Sehr, sehr gutes Teil. Okay, damit werden jetzt ab sofort immer noch, ja, oder ab, oder sagen wir mal, ab dem Punkt, wo ich wieder aufnehme, werden die, mit diesem Headset halt die neuen Let's Plays kommen. Logischerweise. Warum sollte ich mit schlechteren Utensilien komm, allerdings, jetzt eine Sache, Batman ist schon fertig aufgenommen, also komplett durchgeletzplayed und, deswegen wird das noch mit dem alten Headset sein, aber egal, ich glaube, es ist so um die 42, 43 Parts geworden, ich habe es noch nicht fertig durchgerendert, müsste ich jetzt grob schätzen, egal, oh, eine Minute habe ich schon geredet, anderthalb Minuten, boah, geht gar nicht. Was ich sagen wollte, es wird jetzt bis nächsten Dienstag kein Videos kommen. Oh Gott, was für ein Unterschied. Ich habe ja bin sowieso in letzter Zeit so übertrieben und aktiv. Da habe ich voll viel auf Platte. Aber ich habe leider momentan leider nur Batman ist das Problem. Ich finde es auch blöd, wenn ich nur ein und dasselbe Projekt hochklatsche. Dann so wenig Abwechslung. Das fand ich eigentlich immer blöd. Also früher habe ich ja wirklich immer abwechselnd eine Folge das und das, eine Folge das und das pro Tag zwei Videos. Egal, egal. Okay, bis Dienstag keine Videos, weil Jonas nicht da und so. Weil, Osterferien und nicht zu Hause und Jonas nicht da. Okay, was jetzt aber nochmal in kommenden Projekten? Ich habe schon erzählt, Batman ist zu Ende, da wird jetzt eine Menge von kommen. Stellt euch auch sehr viel Batman ein. Und was noch kommen wird, ich werde einfach mal so zwischendurch vielleicht, wie ich es letztens gemacht habe, Konfi ganz normal, live kommentieren, lol, 5 gegen 5 tun, 5, was sage ich, 5 gegen 5, Spiele aufnehmen. Ja, ich werde gleich nochmal mit Kai und Tobi ein Spiel aufnehmen und mal sehen, wer noch so Lust hat, und das dann halt ab und zu mal, falls ich da, je nachdem, wie ich lustig bin, hochladen. Okay, was noch kommen wird? Es wird, ihr kennt ja den lieben Diamatus. Es wird, ich werde mit ihm versuchen, einen Dual-Queue, nennt man das so, Tagebuch zu führen. Das heißt, wir spielen zusammen ein paar Ranglistenspiele und werden diese dann dementsprechend zusammen, ich weiß nicht, wie wir das mit der Aufnahme machen wollen, gemeinsam kommentieren. Oder auch einzeln mal sehen. Wir werden zumindest in einem und demselben Spiel sein und das dann halt, je nachdem, kommentieren. Deswegen, das wird kommen, das habe ich mit ihm vor, also es stellt euch auch viel LOL ein. Was jetzt auch auf jeden Fall kommen wird, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ich habe das in meinem Super Mario World Hack. Ich bin endlich mit meinem Super Mario World Hack, ich habe das ja in dem No Death Run erwähnt, fertig, komplett fertig, finito, fertig. Mein lieber Chris und mein lieber Freund, mein lieber Freund Chris, alias der Hatchbreaker durfte sich schon an diesem Hack zu Tode quälen. Nein, er lebt noch, ja, wenn er das hört, ihr dürft euch auch gerne zu Tode quälen. Da werde ich gleich noch was zu sagen, aber ich werde diesen Hack selber, den ich erstellt habe, noch selber einmal komplett durch Let's Playen und hochladen. Gut, das wollte ich einmal ankündigen. Und ihr könnt diesen Hack auch gerne spielen. Ich werde ihn nicht zum Download. Ich habe für meine Abonnenten jetzt, weil ich sowieso, demnächst habe ich noch einen, das weiß ich nicht, ob ich das verraten darf, ob ich das geplant habe, das habe ich nämlich nicht ganz alleine geplant, das habe ich noch mit jemand anderen, darf jeder von euch mitmachen, deswegen habe ich einen neuen Account, oder was heißt neu, das ist eigentlich mein alter Skype-Account, ich habe mir nur einen privaten Account erstellt, weil ich sowieso ganz viele Abonnenten da schon geaddet habe, da müssen noch voll viele Leute von meinem alten Skype-Account umziehen, deswegen könnt ihr mich jetzt ab sofort auf dem Skype-Account VIDXXL adden und dann schreibt ihr mich da an, kannst mir bitte einen Mario schicken, dann schicke ich euch den. Also, aber nicht wundern, ich werde auf diesem Account dann wirklich viele Leute haben, wenn jetzt wirklich noch alle Leute, jeder der will da reinkommen kann, bisher habe ich ja nicht, hier habe ich das ja nicht jedem gegeben, dann werden da wahrscheinlich, werdet euch nicht wundern, wenn ich da nicht jedem zurückschreiben kann. Deswegen, wenn ihr diesen Hack spielen wollt, schreibt mich dann in Skype an, ich schicke euch den. Wenn ihr den sogar Let's Playen wollt, dann würde ich mich saugeehrt fühlen, dann könnt ihr gerne eine Videoantwort machen
mit dem Let's Play und schickt es mir. Zu dem Mario Egg, er ist sau schwer. Es ist so ein bisschen, ja, es ist halt diese typische, dieses nach Kaizo-Manier sau schwer halt. Okay, was habe ich hier noch? Ich habe hier mir so eine kleine Liste gemacht, wo halt dementsprechend alle Infos, was ich euch mitteilen wollte, drinsteht. Ich mache das hier voll nicht nach der Reihenfolge. Das mit dem neuen Headset habe ich schon erwähnt. Okay, was, jetzt brauche ich noch eure Hilfe. Es wird, da ich das sowieso, bis hierhin wird sowieso keine Sau mitgehört haben. Vielleicht sollte ich nochmal ein extra Video dafür machen. Ich werde demnächst die 500 Videos erreichen und ich möchte gerne einen Best-of machen. Ich weiß, dass sowieso wahrscheinlich keiner von euch antworten wird. Aber ich möchte, dass ihr, falls ihr ein paar Leute gucken ja wirklich meine Let's Plays, das weiß ich. Falls ihr da wirklich eine Stelle habt, die ihr persönlich ziemlich lustig fandet, sucht diese Stelle bitte raus, schreibt mir eine PN oder schreibt einen Kommentar, sagt mir, wo das war, in welchem Video und an welcher Stelle. Dann suche ich diese Stelle raus und dann kann ich das gerne reinnehmen. Ich wollte so eine Top 8, Top 10, Top 12, keine Ahnung, meiner lustigsten Let's Play-Momente machen, so ein Best-of. Ich habe da selber ein paar Momente, die da unbedingt rein müssen. Und das wollte ich dann halt als 500. Video hochladen. Das könnte sau lustig werden. Deswegen wär ich echt super dankbar, wenn da irgendwer von euch mitmachen wird. Ich weiß, es wird wieder sowieso keiner sau mitmachen. Aber anscheinend gucken ja wirklich ein paar Leute von euch meine Videos. Aber insofern, okay, habe ich alles abgehakt. Also, Abwesenheit habe ich abgehakt. LOL, Dual Q habe ich abgehakt. Mein Super Mario World habe ich auch. So ein 500 Video Best auf habe ich auch. Neues Headset auch. Abonnenten-Skat. Ja, jetzt noch kommende Projekte. Ich habe geplant, als falls irgendwann, wenn Batman durch ist und ich auch mit meinem Mario Hack und mit Pflanzen gegen Zombies durch bin, wird Mass Effect kommen. Okay, zu Pflanzen gegen Zombies. Da werden jetzt nochmal demnächst, wer die letzte Folge geguckt hat, das ist schon Ewigkeiten her, weiß, dass ich stehen geblieben bin vor dem Endboss. Allerdings bin ich noch lange nicht mit allen Minispielen durch und deswegen werden nochmal ein paar ganz neue Leute oder ein paar ganz neue Stimmen in meinen Pflanzen gegen Zombies Let's Plays zu hören sein, die ihr aus den anderen Parts noch gar nicht gekannt habt. Deswegen werdet ihr einige neue Stimmen in meinem Pflanzen gegen Zombies Let's Play. Dann ist es noch lange nicht vorbei. Da gibt es noch sau viele Minispiele, die gespielt werden möchten. Also freut euch auf mehr Pflanzen gegen Zombies, wenn ich dann dazu komme, das aufzunehmen. Es sind noch Osterferien, also ich habe noch Zeit, was aufzunehmen. Auch wenn ich jetzt erstmal bis Dienstag nicht da bin. Oh, das wird so stressig, aber nevermind. Okay, ich habe jetzt damit sogar schon alles gesagt, was zu erwähnen ist. Ich muss gucken, wie lange habe ich jetzt im Nachhinein wirklich gesabbelt? Ich habe gesabbelt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich habe fast 8 Minuten gequatscht. Okay, 8 Minuten sabbel. Einfach nur, wer hier bis hierhin durchgehalten hat und jedes Wort, was ich hier geredet habe, durchgehalten hat. Respekt. Fetten Respekt. Also, ich freue mich, falls ich irgendwen von euch in Skype besuchen oder was das heißt, besuchen ist aber wieder scheiße. Hören kann in Skype. Ihr wisst jetzt den Skype-Eck. Ich tue Ihnen die Videobeschreibung nochmal, für die Sie es wissen wollen. Meinen privaten Skype-Eck kriegt ihr nicht. Das kriegen nur wirklich gute Freunde. Und ja. Deswegen. Das war es schon. Vielleicht brauche ich den nicht auf privaten Skype auch gar nicht, vielleicht, weil sowieso sich keiner für mich interessiert. Aber egal, ich rede viel zu viel. Okay, das waren schon alle wichtigen Informationen, was ich euch zutexten wollte. Das war's und bevor ich jetzt noch viel zu viel Scheiße laber, beende ich diesen Vlog einfach nochmal. Wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Nachmittag, je nachdem, wie es jetzt spät ist jetzt bei euch ist. Und falls ihr noch Ferien habt, wünsche ich euch noch schöne Ferien und falls ihr wieder zur Schule musst, haha, tschüss.